Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's wieder, euer Jonas Schindler. Und in diesem Video möchte ich euch mein absolutes WordPress-Lieblingstheme vorstellen. Dieses Theme heißt Flatsome und vielleicht hat der eine oder andere von euch schon davon gehört. Es ist ein absolut beliebtes Theme bei vielen Leuten und primär wurde es als WooCommerce-Theme, also als Shop-Theme entwickelt. Ja, und das liegt daran, dass es eine unglaublich große tolle Anzahl an Features gibt, die besonders gut für Shops geeignet sind, aber ich kann euch garantieren, dass es genauso gut für einfache oder professionelle Webseiten geeignet ist und das möchte ich euch auch in einem kleinen Augenblick zeigen. Also ich denke zunächst mal, wir befinden uns natürlich hier auf einer Demo-Seite von diesem Theme, die sieht natürlich besonders perfekt aus, aber zunächst mal kann ich euch wirklich versichern, und das zeige ich euch auch in einem kleinen Augenblick, dass ich noch nie ein Theme gesehen habe, bei dem Templates so unglaublich nah an der Realität dran sind, wie die Webseiten, die wir später selber damit bauen, ja, oder die ich damit zum Beispiel selber baue. Und eine andere Sache ist noch unglaublich cool, was mir besonders gut an diesem Theme gefällt, ist einfach der Look von diesem Theme an sich. Ja, also ich finde, es sieht einfach unglaublich harmonisch, unglaublich schön und sanft aus und nicht einfach nur eine wild zusammengewürfelte Anzahl an Farben und Elementen. Ja? Also es ist gleichzeitig unglaublich flexibel, unglaublich umfangreich, was die Funktionen angeht. Das heißt, eine Vielzahl von Plugins, von denen man eigentlich gewöhnt ist, die sich selbst noch zusätzlich zu installieren, die sind hier überhaupt nicht notwendig. Eine ganz kleine Präsentation der Sache. Hier gibt es zum Beispiel diese kleine Suchfunktion. Optisch lässt sich das problemlos noch anpassen. Da gibt es einige verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal etwas suchen würde, zum Beispiel Shirt, ich will es mal probieren, dann würde ich hier direkt das Produkt so in der Vorschau sehen. Ja? Hier steht Pink Check Shirt. Das Ganze wird schön an der Liste hier aufgelistet und ich bekomme ein Thumbnail von dem Produkt hier direkt zu sehen. Also es ist eine Live-Search integriert, ohne dass ich noch zusätzlich was installieren muss und das Ganze sieht unglaublich schön aus. So, aber wie gesagt, das ist nur eins von vielen Features. Ein anderes ist natürlich das, was ihr jetzt hier schon direkt gesehen habt. Es ist diese Kachel-Grid oder sowas, wie ich das zum Beispiel bezeichnen würde. Das sieht sehr, sehr cool aus auf der einen Seite. Ich glaube, viele von uns kennen das irgendwie so von größeren Online-Shops. Ja, man kann das auch sehr gut auf Webseiten verwenden. Und das Ganze ist sehr flexibel, wie ihr in einem Augenblick sehen werdet, denn die Breite und die Anzahl von diesen ganzen Spalten und Zeilen lässt sich problemlos anpassen. Das Ganze ist natürlich auch voll responsive, wenn ich das hier ganz kurz mal im Chrome-Browser demonstrieren darf. Ja. Das Ganze sieht also wahnsinnig cool aus. All die anderen Elemente, ich möchte jetzt gar nicht auf wirklich alles eingehen, aber wenn wir jetzt hier über Shops sprechen zum Beispiel, dann können wir hier sehen, dass diese Zahlungsanbieter-Items integriert sind und das ist auch unglaublich schön im Backend zu pflegen. Jetzt mal hier ein Real-Life-Beispiel, zum Beispiel meine Tewald-Seite verwendet dieses Theme seit im Herbst letzten Jahres. Also da habe ich mich das erste Mal, glaube ich, mit diesem Flatsome-Theme beschäftigt und ich war unglaublich begeistert. Ja, ich habe natürlich, ich sehe hunderte Themes, oder habe ich über die letzten Jahre gesehen. Und ich meine, die vielen Themes, die natürlich erstmal einen ganz guten Eindruck machen, zeigen später unglaubliche Schwächen, wo man sagt, die sind eigentlich völlig unbrauchbar, weil es bestimmte Funktionen einfach gar nicht gibt, weil gewisse Dinge, die man dann absolut benötigt, nicht funktionieren oder zum Beispiel, dass sie überhaupt nicht SEO unterstützungsfähig sind in dem Sinne. Ja. Das B-Theme zum Beispiel, da habe ich leider die Erfahrung gemacht, obwohl es ebenfalls ein sehr, sehr großes, bekanntes und auch ein beliebtes Theme an sich ist, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele der Inhalte, die man zum Beispiel in dem Textinhalt von der Webseite speichert, nicht für SEO perfekt sichtbar sind. Und das ist natürlich ein No-Go. So ein Theme, egal wie cool es ist, fliegt dann sofort raus. Und das andere Problem, was halt bei vielen Themes auch auftaucht, ist einfach, dass es unglaublich benutzerunfreundlich ist. Ja? Man braucht lange, um sich mit den Funktionen so richtig irgendwie zu beschäftigen, beziehungsweise sie zu verstehen und man kommt einfach auch nach einer längeren Zeit nicht sehr gut damit zurecht. Also hier nur ein kleines Beispiel, wie das zum Beispiel bei mir auf der Seite aussieht. Hier natürlich auch so ein Minicard. Hier gibt es ein Dropdown-Menü, die Live-Search habe ich gezeigt. Ein schönes Mega-Menü mit vielen verschiedenen Spalten ist direkt auch schon integriert. Und wie man das sonst von anderen großen tollen Themes, wie zum Beispiel dem Impreza-Theme, ja, viele von euch kennen das auf jeden Fall auch,
Wie man das vielleicht so ein bisschen gewöhnt ist, ist es hier problemlos möglich, auch einen dreispaltigen bzw. dreizeiligen Header zu erstellen. Okay, genug geredet. Ich möchte euch jetzt ein bisschen was vom Backend zeigen und euch die Funktion wirklich direkt vorstellen. Ich habe jetzt hier mal auf einer Subdomain von meiner Webseite dieses Theme installiert und möchte euch jetzt mal direkt die Theme-Optionen zeigen. Ja, die haben sich hier im Customizer versteckt, im WordPress Customizer, der jetzt ja immer mehr unterstützt wird. Und wir können hier schon an dieser Übersicht sehen, dass die Funktionen wirklich sehr, sehr umfangreich sind. Und als allererstes möchte ich euch mal den Header Builder zeigen. Header Builder ist einfach das Tool, mit dem wir diese Elemente hier oben im Head-Bereich, im Header-Bereich von der Website, komplett flexibel einstellen können. Ja, wir können natürlich das Logo bearbeiten, dazu brauchen wir nur auf diese einzelnen Elemente hier zu klicken oder zum Beispiel auch hier oben zu klicken. Wir könnten zum Beispiel ganz flexibel die Größe des Logos anpassen. Und dann haben wir hier ganz viele Elemente in diesen drei Bereichen, einmal in der Topbar, dem Header Main und in der Header Bottom. Und hier unten haben wir diesen Not in Use Bereich, wo einfach sich Elemente befinden, die momentan deaktiviert sind. Jetzt könnte ich hier zum Beispiel statt diesen Search Icons, könnte ich jetzt hier eine Search Form platzieren, sodass man hier direkt seinen Suchbegriff eingeben kann. Genau, das Hauptmenü habe ich jetzt hier mal in die Header-Bottom-Reihe gezogen und dadurch wird das dann hier sofort auch sichtbar. Ich habe jetzt hier natürlich direkt kein Menü miteinander verknüpft mit diesem Menü-Element. Dazu müsste ich erst ein richtiges Menü anlegen. Genau, also der Header-Menü, der Header-Builder ist, denke ich, sehr flexibel und sehr, sehr intuitiv auch aufgebaut. Und damit kann man sich auf jeden Fall eine Weile beschäftigen, aber ich möchte euch jetzt noch ein paar weitere Features zeigen. Als nächstes können wir uns zum Beispiel mal den Footer anschauen. Der ist momentan hier unglaublich einfach gehalten, aber wir könnten hier natürlich auch flexibel verschiedene Footer-Widgets eintragen. Ja? Wir könnten hier zum Beispiel ein Bild hinzufügen. Dazu müsste ich mal in meiner Mediathek schauen, was es hier für Bilder gibt. Ich lade jetzt hier zum Beispiel mal ein Bild von irgendeinem Tee hoch, ja, und das Ganze könnte ich jetzt hier in verschiedenen Spalten im Footer platzieren, ja. Also das Ganze ist sehr flexibel, sehr, 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 sehr cool, so wie man das von ähnlichen anderen Themes auch kennt. Seitenleisten sind unglaublich flexibel, natürlich lassen sich alle Website-Farben anpassen, ja. Die lassen sich problemlos anpassen, aber ich finde, mir gefällt diese Standardfarbe schon einfach unglaublich gut. Hier oben lässt sich natürlich auch noch ein weiteres Menü platzieren und so weiter. Ja, hier ist Platz für Custom CSS und hier gibt es generelle Layout-Einstellungen. Ja, das heißt, momentan ist die Seitenbreite ja relativ schmal. Auf der linken und rechten Seite haben wir relativ viel Platz und das lässt sich zum Beispiel ändern, indem wir hier einen Wert eintragen, sodass zum Beispiel hier 1200 oder 1300 die Website-Breite einfach zunimmt. Und dann haben wir hier den Platz natürlich deutlich besser genutzt und können natürlich auch zum Beispiel mehr Elemente im Header unterbringen. Ja? Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und ich möchte jetzt hier gar nicht auf alle Einstellungsmöglichkeiten eingehen, weil es einfach sehr, sehr umfangreich ist. Und was ich euch als nächstes zeigen möchte, genau das wollen wir nicht unbedingt speichern, ist wirklich dieser UX-Builder. Ja? Dazu werde ich jetzt als nächstes eine einfache Seite anlegen, beziehungsweise die haben wir schon und möchte die jetzt hier mit dem UX-Builder bearbeiten. Wir werden als erstes diesen ganzen Inhalt, diesen Demo-Inhalt, der sich hier befindet, entfernen und wir möchten dann diese Sample-Page mit dem UX-Builder, das ist hier in diesem zweiten Tab verborgen, bearbeiten. Das ist ein Page-Builder, der direkt mit dem Flatsome-Theme geliefert wird und der ist unglaublich professionell. Viele von uns oder von meinen Abonnenten, die sind es ja gewohnt, von mir Videos über das Impreza-Theme zu sehen. Ja? Wenn du noch keine Videos von mir gesehen hast, okay, dann kennst du vielleicht den Visual Composer gar nicht oder vielmehr das Impreza-Theme. Visual Composer habe ich eben noch nicht erwähnt. Der Visual Composer ist eben der Page-Builder, der mit dem Impreza-Theme kommt, ist ein verdammt guter Page-Builder, aber er hat eben auch manchmal seine Schwächen. Einfach genau, weil es eben ein bestimmtes Tool ist. Und ich finde, dieser UX-Builder, der ist
Der ist genial, ja. Und vielleicht ist das in Worten jetzt nicht genug ausgedrückt, deswegen zeige ich euch das ganz einfach. Ja? Als erstes ist es ein vollständiger Frontend-Bilder. Das heißt, alles, was ich hier bearbeite, ist unmittelbar für mich hier auf der Seite sichtbar. Und ich könnte jetzt hier entweder hier auf der linken Seite auf diesen blauen Button Add to Inhalt klicken und dann hätte ich hier eine größere Auswahl von verschiedenen Elementen. Ja? Also eine Library, eine Bibliothek von verschiedenen Elementen, die ich hier eintragen kann. Texte oder Buttons, Akkordeon-Elemente, Countdown-Elemente, unglaublich cool. Und natürlich Social Icons und so weiter und so fort. Die andere Möglichkeit ist, dass ich mir hier direkt ein Template reinhole. Und ich weiß, diese Funktion gibt es von vielen verschiedenen Themes, aber oft ist das einfach noch nicht ganz so ausgereift oder am Ende ist man so unzufrieden, dass das Verändern dieser Templates irgendwie so lange dauert, dass man sich dieses ganze Template auch hätte oder das ganze Layout komplett selbst hätte bauen können. Ja? Und ich möchte euch kurz zeigen, wie einfach es hier eigentlich ist, sich wirklich hier so ein Template zu importieren. Das war's schon. Ja? Und auf der linken Seite wurde jetzt hier, wo bisher eben nur Add to Inhalt steht, ein Haufen von Layout-Elementen eingefügt, die wir jetzt flexibel bearbeiten können. Und mit diesem einen Klick haben wir hier jetzt auch dieses schöne Grid-Layout, was ich am Anfang vorgestellt habe, integriert. Ja, wir haben ja auch sogar schon direkt einen Live-Instagram-Feed von diesen Entwicklern hier integriert. Und wir bräuchten jetzt hier nur auf die einzelnen Elemente drauf zu klicken, um zum Beispiel hier den Text zu verändern. Ja, es ist ein ganz einfaches Text-Widget hier oder wir könnten es auch in einem etwas professionelleren Texteditor öffnen und könnten die Inhalte hier ändern, um zum Beispiel, um jetzt zum Beispiel diese Position auch von dem Text zu ändern, müssten wir uns in das Element 1 da drüber befinden, reinklicken. Also das heißt, wir haben hier den Banner und darin befindet sich hier diese Textbox mit einem Text. Und diese Banner-Elemente sind halt unglaublich stark. Ja? Das heißt, wir können hier vor allem Hintergründe einstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal ein x-beliebiges Bild hochlade, dann wird das hier direkt in diesem Banner dargestellt und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, ganz flexibel mit diesem blauen Kreis, würde ich ihn nennen, die Möglichkeit, dieses Bild hier zu verziehen. Und nur das, was hier in diesen Banner reinpasst, das ist entsprechend sichtbar und wir können hier echt flexibel den Bildausschnitt aussuchen, der uns hier am besten passt, wo zum Beispiel der Text am besten lesbar ist. Naja, ihr könnt euch da schon vorstellen, wie das hier funktioniert. Ja? Das ist mein absolutes Lieblingselement und wir können jetzt hier auch zum Beispiel diesen Button verändern, wir könnten ihn löschen, wir können, ich will jetzt hier eigentlich die Farbe von diesem Button einstellen. Genau, so, jetzt habe ich den Button ausgesucht und ich könnte jetzt hier die Farbe in verschiedene Farben einstellen. Ja, jetzt ist er zum Beispiel rot, auch nicht ganz so gut lesbar. Naja, man müsste sich natürlich schon eine Weile damit beschäftigen, aber ich finde dieses Feature hier einfach wahnsinnig genial. Auch einfach, weil es perfekt responsive ist. Ja, dann haben wir hier diese bekannte Iconbox, das gibt es hier natürlich auch. Hätten wir jetzt WooCommerce installiert, wären hier natürlich Produkte sichtbar. Und über diese Plus-Symbol hier könnten wir hier natürlich weitere Sections hinzufügen oder zum Beispiel einen Page-Title. Das macht jetzt hier nicht so viel Sinn, aber wir könnten zum Beispiel so einen Titel hier noch hinzufügen oder einfach eine weitere Section. Ja, wir könnten eine weitere Section hinzufügen und die hier gibt es dann auch direkt schon so ein paar Presets, zum Beispiel Sample Simple Center. Genau, und dann hätten wir hier wieder die Möglichkeit, auch in diese Section ein Hintergrundbild zu laden. Ja? Und der Text, der müsste dann natürlich komplett in weiß dargestellt werden, ansonsten ist er einfach nicht gut lesbar. So, wenn ich das jetzt mal komplett weiß mache, dann ist es besser lesbar. Naja, ihr versteht schon, man müsste sich auch hier natürlich besser mit den Details beschäftigen. Aber es sieht einfach grandios aus. Der UX-Builder von dem Flatsome-Theme ist ein absolut geniales Feature. Und eins meiner absoluten Highlights von diesem Theme. Das Coole ist halt, dass dieser UX-Builder unglaublich erweiterbar ist. Das heißt, hier gibt es diese Funktion von Blocks.
Denn diese Library von diesem UX-Builder, die ist natürlich ein bisschen begrenzt. Ja? Das heißt, hier gibt es eine, da gibt es eine Vielzahl von Blocks und Elementen, die man oder die viele einfach verwenden auf ihre Website. Aber was ist, wenn man noch mehr braucht? Was ist, wenn man sich einfach noch mehr Elemente zulegen möchte oder einfach Dinge einstellen möchte, die es so nicht gibt? Dann hat man die Möglichkeit, hier einen eigenen Blog zu entwickeln, kann hier also zum Beispiel HTML eintragen oder eigene Elemente, verschiedene Texte oder sowas, und diesen Blog kann man dann so oft man will auf der Website anzeigen. Also wenn wir hier zum Beispiel ein E-Mail-Formular eintragen würden, dann hätten wir die Möglichkeit, dasselbe E-Mail-Formular, ohne es mehrfach zu bearbeiten, an vielen verschiedenen Stellen der Website einzusetzen. Und das finde ich ist eine sehr, sehr geile Funktion. Genau, dann möchte ich euch jetzt noch ganz kurz die mobile Version von diesem Theme zeigen. Ja, dazu öffne ich mal meine Tewald-Webseite. Das eine ist auch noch sehr, sehr cool, was man nicht zusätzlich über ein Plugin integrieren muss, ist dieses Responsive Menü. Ja? Das heißt, automatisch, ohne dass man was einstellt, ist hier schon so ein perfekt Responsive Menü eingestellt, wo zum Beispiel auch hier so Icons anzeigbar sind und direkt auch hier so eine Suchzeile in dem Dropdown-Menü hier angezeigt wird. Und beim Warenkorb ist das ebenfalls so ein Slide-In-System. Und das, finde ich, sieht auch absolut genial aus. Ja. Ganz kurzer Blick noch auf die Kassenseite von diesem Flatsum-Theme. Das sieht ebenfalls unglaublich cool aus und unglaublich ansprechend, meiner Meinung nach. Genau, damit ihr hier eine ganz gute Vorstellung von diesem Theme habt. Also, ich hoffe, dieses Theme hat euch überzeugt und vielleicht schaut es euch mal an. Ich habe natürlich einen kleinen Link in der Description, das ist jetzt natürlich Werbung, wo ich eine kleine Affiliate-Gebühr verdienen würde, wenn ihr diesen Link verwendet. Also Leute, macht's gut und bis bald.